Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht hier bei uns. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der Nummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, ja, ist eine Frau, eine Rin, eine Anruferin, und die heißt Lara und die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lara. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, es geht um meinen Freund, der ist Musiker. Ja. Und der hat die Angewohnheit, auf der Bühne immer Blut zu spucken. Wie bitte? Ja, also der spuckt auf der Bühne immer Blut. Also ist er krank oder was? Nein, nein, also das ist anscheinend Kunstblut oder echtes Blut. Das weiß ich eben nicht und das sagt er mir auch nicht wirklich. Wie? Moment, was ist das für eine Musik, die er macht? Er macht J-Rock. J-Rock? J-Rock. J-Rock, was ist das? Japanischer Rock. Japanischer Rock? Ja. Kenne ich nicht. Wie ist das? Geht es da hart her? Ist das sehr martialisch und... Es ist sehr hart, also ein sehr harter Musikstil und auch sehr vulgär, würde ich mal so sagen, aber naja. Ja, auf Englisch oder auf Japanisch? Beides, also gemischt. Wie, ist er Japaner? Ja. Er ist Japaner, ja. Achso. Was für ein Zufall. Genau. Wie? Und dann spuckt er Blut, wohin? Auf die Bühne oder... Ja, also er betritt die Bühne, hat das dann meistens schon im Mund. Ja. Und dann geht halt die Musik los und dann fängt er an so rumzuzittern und spuckt es aus und spuckt sich voll und spuckt es quasi auch in die Menge und ja, und die Fans finden das ganz toll, rasten aus, grapschen danach und lassen es auch in den Mund spucken. Das ist ja unglaublich. Ja, und ich weiß eben nicht, was ich davon halten soll. Ja, und das heißt, er geht ja mit voll aufgeblasenen Mundbacken. Nein. Er muss ja dann sehr viel im Mund haben, wenn er da auf die Bühne geht. Ja, also es ist so, dass er immer so viel in den Mund nimmt, dass man das nicht direkt sieht. Ja. Und du hast überhaupt keine Ahnung, was für ein Blut das ist? Nein. Er sagt, es ist Kunstblut? Das weiß ich eben nicht. Ich hatte auch einen ganz heftigen Streit mit ihm deswegen. Mhm. Und er sagt eigentlich nur, ich soll mich nicht so aufregen. Und wenn ich danach frage, ob es Kunstblut ist oder echtes Blut, dann weicht er mir immer aus. Ja, was könnte es echtes Blut sein? Er könnte beim Schlachter sich was geholt haben. Ja, eben. Aber ich weiß nicht, ich bin da auch in so einem Zwist, weil einerseits finde ich es wirklich pervers und abstoßend, aber andererseits irgendwie auch wirklich faszinierend. Und es sieht doch einfach toll aus, jetzt mal sozusagen. Also ich weiß nicht. Ja, sieht das toll aus, wenn der Musiker ausrastet und sein Publikum mit Blut bespricht? Es passt aber zur Musik und zum gesamten Spiel und alles. Und wenn man halt in der Szene ist, findet man das gut. Findet man das absolut cool. Ja. Ist wahrscheinlich wie so ein Happening aus frühen Jahren. Ja, und es ist halt auch so, dass ich auch schon voll der Fanclub gebildet hat. Und das aber er hat ja da nicht viel zur Verfügung. Er hat eine Portion. Oder geht er nochmal zurück und legt nach? Ja, also er hat auf der Bühne dann noch sowas stehen, so Kanister mit Schläuchen dran, meistens am Mikrofonständer, wo er sich dann nochmal nachpumpt. Und ach so. Er tut sich auch rohe Eier in den Mund schlagen und die ausspucken. Also es hat eigentlich keine Grenzen, sein Rumgespucke. Aber das Blut finde ich immer noch am Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, was macht er alles? Ist er denn im Privatleben auch so hart drauf? Nein, eigentlich nicht. Also ein zartes Lamm ist er privat. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also aber er bespuckt dich zumindest nicht mit künstlichem Blut. Nein. Das macht er nicht, aber ich weiß nicht, also wir haben auch schon seit 3 Tagen Streit deswegen und ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Ja. Magst du denn diese Musik, die er macht? Ja, natürlich. Die magst du. Bist dann auch oft im Publikum? Ja. Aber dann nicht in der ersten Reihe, weil du nicht gerne mit Blut bespuckt? Ja, schon in der ersten Reihe, aber ich achte schon drauf, dass ich dann nicht dort stehe, wo er hinspaut. Ja. Also er weiß es auch, dass ich das nicht mag. Also irgendwie mag ich es ja schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß halt nicht. Mich wundert so, dass er hat vielleicht, dass er dir nicht genau erklärt, was das für ein Blut ist. Ja, das wundert mich auch. Aber vielleicht wundert es mich auch wiederum nicht, wenn er kriegt mit, dass du das irgendwie eklig findest. Und nehmen wir mal an, er hat sich da beim Metzger irgendwie frisches Blut besorgt, dass er dann Angst hat, dass du das noch ekelhafter findest und noch mehr zurückgehst von ihm. Könnte das sein? Ist das eine These?
ich bin ja noch nicht von ihm zurückgegangen und ich, also das wäre kein Grund für mich, mich da irgendwie von ihm zu entfernen oder so. Dann sag ihm das doch mal so. Sag ihm doch, egal was es. Bitte? Das habe ich ja. Und trotzdem erzählt das nicht wirklich. Ja. Ich vermute ja wirklich, dass das Kunstblut ist, dass es Wasser ist mit irgendeinem Farbstoff, mit einem Lebensmittelfarbstoff. Mhm. Das andere ist ja viel zu aufwendig. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das auch, ich finde das aber nicht okay, wenn das echtes so Tierblut wäre oder sowas, fände ich das schon wieder eine andere Sache. Da finde ich das wirklich auch abstoßend. Also. Ah ja, also dann doch so, ne? Ja. Und da hat er vielleicht Angst, wenn es denn wirklich echtes sein sollte, was wir ja auch annehmen können. Ja. Ja, aber es ist halt auch so, dass viele Leute auch auf mich und auch vor allen Dingen auf ihn einreden, die das super toll finden und alles. Und da hat sich jetzt auch schon so ein Anhängerkreis gebildet, quasi, die das eifrig nachmacht irgendwie. Und ich kann da, also das ist eigentlich quasi eine Stimme gegen sehr viele. Und ich bin auch jetzt bei meiner Freundin, also nicht zu Hause bei ihm, weil mich das einfach alles sehr einschüchtert. Weil dich das einschüchtert? Ja, mich wird das wirklich langsam einschüchtern, also was da abgeht. Ich finde es auch, also ich habe es gerade hier schon gesagt, ich finde es martialisch, was ich da höre. Kann man vielleicht mal einmal so als Aktion machen, aber wenn das immer wieder vorkommt, finde ich es auch ein bisschen krass. Außerdem, was ist daran provokativ, wenn man mit einer roten Flüssigkeit das Publikum bespuckt? Sind alles alte Jacken, haben die Künstler in den 60er Jahren auch schon gemacht. Ja. Also so dolle finde ich das nur auch wiederum nicht. Aber was heißt das jetzt? Wie lange seid ihr ein Pärchen schon? Ein Paar? Seit ungefähr 2 Monaten. Ach, so frisch noch? Mhm. Ach, so frisch. Ja. Ist das denn so, dass du denkst, das belastet dich ein bisschen? Allein die Tatsache, dass er dir das nicht wirklich sagt? Ja, das belastet mich, weil ich halt auch sehr viel Wert auf Ehrlichkeit so lege. Und diese gesamte Szene ist schon sehr, sehr künstlich, will ich mal sagen. Also das sind halt Männer, die sich wie Frauen anziehen quasi, in Lederstrapsen, mit so gothic-mäßig halt geschminkt quasi, und die Haare bunt und ganz so gestylt quasi. Aber es ist halt immer noch maskulin, also es ist eine sehr bunte und trügerische Welt, will ich jetzt mal sagen. Jetzt machst du mich ja fast neugierig, mir das mal anzugucken. Ja, das ist auch, es ist eigentlich auch ganz toll so. Aber also gute Show wahrscheinlich, ne? Ist es auch. Ja. Aber ich möchte es halt nicht in meiner Beziehung, in meinem Privatleben haben. So, jetzt finde ich, dass du ein Recht darauf hast, finde ich in so einer Beziehung schon, dass er dir zumindest sagt, was das ist. Ja. Da poche drauf, finde ich schon okay. Und wenn, dann soll er dir auch genau erklären, woher das kommt und halt die ganzen Hintergründe. Das ist doch albern, wenn er dir das nicht erzählt. Das ist doch völlig albern. Ja, ich habe aber Angst, dass er mich dann irgendwie verlässt oder so, weil, ja, also ich weiß nicht. Warum sollte er dich verlassen, wenn er dir die Wahrheit sagt? Ja, weil wenn ich dann vielleicht sage, dass ich das halt nicht mag oder das irgendwie abstoßend finde, dass er dann irgendwie... Das sind ja so Mutmaßungen. Wenn du nichts weißt, wenn er dir nichts sagt, dann ist es noch schlimmer. Ja, wahrscheinlich. Dann steigerst du dich da immer mehr rein und magst ihn hinterher gar nicht mehr küssen, weil du denkst, was war da gerade in dessen Mund und so. Naja, so extrem ist es nicht. Meine Ekelgrenze ist eigentlich schon sehr hoch. Also, du versprichst mir nochmal mit aller Energie zu versuchen, das rauszukriegen. Ja. Und dann mail uns bitte nochmal. Ja, mache ich. Ich wäre sehr interessiert daran und vielleicht können wir uns sogar auch nochmal auf dem Sender unterhalten. Mhm, ja? Alles klar. Okay, Lara. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ein blutspuckender Sänger. Apropos Sänger. Ich bin gespannt auf morgen. Morgen um diese Zeit wissen wir schon, ob Max gewonnen hat. Wie sind denn eure Prognosen, eure Einschätzungen? Im Moment sagen ja alle Leute, auch so im Ausland, was ich so mitbekommen habe, im Fernsehen, in den Zeitungen, dass er gute Chancen hat. Aber wer weiß. Was denkt ihr? Wenn ihr mir ein bisschen davon erzählen wollt, ruft mich an. Jetzt ist erstmal Maria da. Maria ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Maria. Hörst du mich? Ja, sehr gut. Hallo Maria. Also jetzt erstmal das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Also ich liebe diesen jungen Menschen. Also er wird gewinnen. Wir kommen auf 1. Das sag ich dir. Ah ja, das ist gut. Also Maria tippt auf Nummer 1. Ja, 100%. Ja, na gut. Ansonsten ist es irgendwie ein Komplott, aber er wird gewinnen. Sagt Maria, ganz überzeugt, dann kann es ja gar nicht schief gehen. Es muss, ja. So Maria, jetzt aber zu deinem Thema. Oh ja. Es ist nicht leicht für mich. Ich habe ein Trauma schon seit meiner Kindheit.
10, ich sollte 11 werden, also 10, 11 in diesem Zeitpunkt war es. Ich musste nachts mal auf Toilette, meine Eltern waren verreist. Mhm. Und da warst du so 10, 11 Jahre? Ja, also ich war 10,5, ganz genau gesagt. Und musste dann runter, wo das Badezimmer war, und musste Licht machen in der Küche. Und dann sah ich, durch das Licht sah ich im Esszimmer meinen Bruder. Also ich sah irgendwas, ich hörte erstmal was. Und dann habe ich im Esszimmer Licht gemacht. Und da sah ich meinen Bruder mit runtergezogener Hose. Wie alt war der Bruder damals? 15. 15, ja. Über meinen kleinen Hund, es war ein langer Dackel. Also du sahst deinen 15-jährigen Bruder mit runtergezogener Hose. Und der, hat meinen Hund vergewaltigt. Der deinen kleinen Hund, den langen Dackel, vergewaltigt hat. Ja. Das hast du, kleines Mädchen, gesehen, 10,5 Jahre, als du da nachts in das Zimmer kamst. Ganz genau. Ja. Und was hast du da gemacht? Ich sagte nur, was machst du da, Wolfgang? Was machst du da? Und dann ist er dann in seiner Tätigkeit, ich saß ja, ich meine, ich war erst 10,5, aber ich wusste genau, was da abgeht. Ne? Und dann sagt er nur zu mir, wenn du etwas der Mama oder dem Papa sagst, bring ich dich um. Und ich habe dieses Geheimnis dann, also es hatte mich dermaßen schockiert. Also er sagte, ich bring dich um, du gehst sofort nach oben. Ich wollte nur Pipi machen. Ja. Du gehst sofort nach oben. Ja. So bin ich dann auch folgsam nach oben gegangen. Und das hat mich so schockiert, ich bring dich um. Das hat mich bis zum 35. Lebensjahr, also dieser Satz. Das heißt, du hast nie irgendjemandem etwas erzählt? Nein. Aus Angst, dass der Bruder dich umbringen könnte? Und hast bis zu deinem 35. Lebensjahr darüber geschwiegen? Da habe ich mich erst meiner Mutter geoutet. Also. Was hat denn deine Mutter? Da war ja nun sehr, sehr viel Zeit vergangen. Was darf ich erst nochmal zurückgehen, Domian? Also ein Dreivierteljahr später musste der Tierarzt geholt werden. Und ich war auch dabei. Es war ja mein Hund. Und der Tierarzt hatte sie untersucht. Und da sagte der Tierarzt, es muss ein Schäferhund drauf gewesen sein, ein großer Penis, also Schäferhund. Du verstehst ja das. Dackel, ne? Langer Dackel. Also und. Das heißt, das Tier war verletzt? Das Tier war innerlich verletzt. Dreivierteljahr. Sie hatte Blutungen gehabt, sie war sehr krank und ich hatte einen Reißverschluss auf meinen Lippen gehabt. Die Angst im Nacken. Das heißt aber, dass dein Bruder dieses wahrscheinlich dann lange Zeit gemacht hat, oder? Das vermute ich. Und du hattest immer Angst, deinen Hund alleine zu lassen, weil du dachtest, der Bruder vergewaltigt den Hund. Ich habe es ja zum ersten Mal gesehen und ich schätze mal, dass er das schon lange Zeit gemacht hat. Und danach dann auch noch länger? Vielleicht, ich weiß es nicht. Hast du nicht versucht, den Hund immer an deiner Seite zu haben? Hast du nicht versucht, den mit... Ich lief bei mir im Bett, alles. Aber wir waren ja in dieser Nacht alleine. Meine Eltern waren nicht zu Hause. Also wir waren eine Woche nicht zu Hause. Ich weiß es nicht. Das hast du mit 35 hast es deiner Mama erzählt. Ja. Was hat die denn darauf geantwortet? Oh Gott. Das ist noch schlimmer. Also das hat mein Trauma noch mehr irgendwie verursacht. Sie hat mir nicht geglaubt, ich spinne, ich lüge. Es war ihr Liebling, mein Bruder war ihr Liebling. Ich spinne, du lügst, glaube ich nicht. Und das ist dann so geblieben? Sie hat es dir nicht geglaubt? Nein. Hast du denn dann irgendwann bis heute den Bruder mal angesprochen darauf? Nein, meine Mutter hat es vor 4 Jahren getan. Sie hatte endlich den Mut gehabt, mal darüber zu reden. Ja. Und dann sagte mein Bruder, ich wäre bekloppt, ich gehöre in der Psychiatrie und was nicht alles. Das heißt, niemand glaubt dir das? Ganz genau. Also die Mutter glaubt dir das nicht? Wem hast du es sonst noch erzählt? Als du älter wurdest, Partnern oder Freunden, oder hast du es immer für dich behalten? Nein, ich war schon,
Also dieses Trauma vielleicht, ich weiß nicht, ob das der Auslöser war für all mein Leben überhaupt danach. Ich habe schon jetzt am 1. April war mein letzter, also mein dritter Selbstmordversuch. Mhm. Und also du kannst mir jetzt folgen, dass ich schon mit Psychologen gesprochen habe, noch und noch. Mhm. Ja. Aber dieses Thema, genau dieses, habe ich noch nie erwähnt. Ja. In all meinen, als man mich befragt hat und so weiter und so fort. Echt, das hast du bei dem Psychologen noch nie erwähnt, diesen Vorfall? Nein, diesen Vorfall noch nicht. Obwohl das so wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr schlimme Dinge ausgelöst hat bei dir als Kind damals. Ja. Mhm. Und wie schlimm, dass heute der Bruder immer sich dann so verhält und abweisend ist. Ich bin verheiratet und ist mir egal, du mehr. Aber ich leide so und meine. Ich will dir was sagen. Ich finde, dass dieses wirklich, wenn das, mein Gott, du bist heute 54. Und damals warst und du leidest noch drunter. Dass das, wenn du in eine psychologisch-psychiatrische Behandlung kommst oder einen Kontakt hast, dass du das unbedingt erzählen musst. Denn das scheint ja ein Auslöser für ganz viele Dinge zu sein. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt sprichst. Ist das okay für dich? Weiß ich. Ich habe schon so viele hinter mir. Lass es noch auf einen Versuch ankommen. Aber ich hab nie dieses Thema erwähnt. Eben. Und jetzt hast du es erwähnt und mein Psychologe, der Johannes, hat das auch mitgehört. Ich fände es sehr gut, wenn du es machen würdest. Ehrlich? Weil eine ganze Biografie, eine ganze Lebensgeschichte bei dir offensichtlich auf diesem Trauma beruht und du heute im Alter von 54 immer noch nicht damit zurechtkommst. Ich möchte gern, dass ein Fachmann sich jetzt da etwas mit dir auseinandersetzt und dir auch ein paar wirklich fachkundige Tipps gibt. Finde ich ganz wichtig, Maria. Bitte sprich mit ihm, du hast ja gar nichts zu verlieren. Wenn es nichts bringt, kannst du sagen, okay, ich lege auf und tschüss. Okay? Ich versuche es. Ja, versuche es, das finde ich sehr gut. Dann machen wir so, du legst auf und der Johannes ruft dich gleich an, okay? Und ich will dir nur sagen, du bist super. Ich sehe dich oft genug, weil ich unter Schlafstörungen leide. Ja. Ich danke dir herzlich für das Gefühl. Okay. Dankeschön, Maria. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema nächste Woche Mittwoch, zu dem ihr heute schon und das ganze Wochenende über schon mailen könnt und euch anmelden könnt, um mit mir zu sprechen. Das Thema heißt Gegen meinen Verstand. Ich möchte mit euch reden über Dinge in euch, wo ihr sagt, mein Verstand sagt so, aber mein Gefühl, mein Bauch sagt so. Das kann sein, wenn ihr vielleicht von einer Person nicht wegkommt, dass die Vernunft sagt, ja, ich muss von der weg, aber euer Herz, euer Gefühl, euer Bauch bleibt bei dieser Person, obwohl es völlig, völlig falsch vielleicht ist. Oder wenn ihr zwanghaft lügt, der Verstand sagt, tu es nicht, aber ihr tut es. Oder wenn ihr vielleicht in einem Job seid, einen Job ausübt und immer wieder in diesen Job geht, obwohl es gar nicht euer Ding ist, aber ihr tut es aus irgendwelchen irrationalen Gründen. Oder wenn ihr einen Menschen schlimm behandelt, schlecht behandelt oder vielleicht kriminell seid oder und es nicht sein wollt. Der Verstand sagt, nein, das darf man nicht, das darfst du nicht und ihr es trotzdem tut. Oder wenn ihr nicht Herr werdet über eine Sucht. Also gegen meinen Verstand, so heißt das Thema nächste Woche Mittwoch. Und ihr könnt jetzt ab heute schon und das Wochenende über mailen unter domian@wdr.de, wenn ihr gerne da mitmachen wollt nächste Woche Mittwoch. So, jetzt hier ist Andreas und Andreas ist 29. Hallo Andreas. Ja, hallo. Hallo Domian. Hallo Andreas. Kannst du nah ans Telefon gehen? Ja, kann ich. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich mit mit der Mutter meiner Freundin Kontakt hatte. Mit der Mutter deiner Freundin Kontakt hattest? Ja. Und was heißt Kontakt? Sexuellen Kontakt. Sexuellen Kontakt? Ja. Hm. Und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Ein Jahr. Hm. Schlechte Leitung haben wir übrigens. Ja, sorry, ich rufe vom Handy aus. Ja. Und wann hat dieser sexuelle Kontakt mit deiner Schwiegermutter, sagen wir mal, stattgefunden? Das war vor 4 Tagen. Mhm. Ja. Also es war sehr, sehr überraschend. Also so, dass meine Freundin dann zu ihrer Freundin gegangen ist. Und sie hat ein Haus, ihre Mutter. Mhm.
Und das war meistens so, dass wir zusammen Abend gegessen haben. Und ja, dass sie dann dort von da aus ihrer Freundin gegangen ist. Mhm. Und ich meistens ein, zwei Stunden noch da war und dann zu meinem Apartment in meine Wohnung meistens immer gegangen bin. So, vor 4 Tagen ist es jetzt dazu gekommen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du Sex mit der Schwiegermutter hattest? Einerseits sehr amüsant. Sie sagte, sie wollte sich fertig machen. Ich habe einfach ferngeschaut und sie kam dann aus der Dusche mit einem Bademantel bekleidet und setzte sich dann neben mich aufs Sofa und hatte dann halt nichts drunter an. Ja, und ich sah dann ja ihren Busen und es war sehr eine sehr offensichtliche Anmache. Jetzt muss ich nochmal fragen, warum du, wenn deine Freundin weggegangen ist, warum du dann da geblieben bist oder offensichtlich immer wieder da bleibst? Weil wir hatten eigentlich ein sehr, sehr offenes Verhältnis. Ich sage jetzt mal eigentlich offenes Verhältnis im Sinne, dass ich nicht nach Hause wollte, einfach ferngeschaut habe und sie mich gebeten hat, ob ich noch ein bisschen fern mitschaue. Also einfach nur so halt aus Gemütlichkeit oder teilweise dann eine Art Gewohnheit geworden ist. Und ja, gut, wenn das mal einmal vorkommt, kann ich auch verstehen, aber wenn das immer öfters vorkommt, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber... Das war jetzt nur einmalig gewesen. Achso, ich dachte, das wäre schon öfters vorgekommen. Nein, der Sex ist mir schon klar, aber dass du dann in der Wohnung bleibst, obwohl deine Freundin weg ist, das ist doch schon, das, was du gerade gesagt hast, wäre öfter schon vorgekommen. Das war öfters vorgekommen. Ja. Okay. Weil ich habe ihr die Freiheit gegeben, sie zur Freundin oder irgendwo hin und ich wollte nicht einengen und klammern. Weil ich mal einen Fehler gemacht hat und gemerkt habe, das ist falsch und gedacht. Gut. Dann bist du bei der Mutter geblieben, was ein bisschen seltsam ist, finde ich, aber nun ist es halt so. Jetzt gab es diesen Vorfall, die Schwiegermutter, ich nenne sie mal Schwiegermutter, dann kann man es besser auseinanderhalten, kommt zu dir im Bademantel, hat nichts drunter, was üblicherweise so ist, wenn man geduscht hat. Ja, und dann? Dann hat sie mehr oder weniger die Initiative ergriffen. Also mir gegenüber. Und hat was gemacht? Hat ihren Bademantel dann geöffnet und manchmal können Frauen mit Blicke und Körper doch mehr sagen als mit Worten. Ja, sie hat ihren Bademantel geöffnet und dann hast du darauf reagiert. Richtig, ja. Indem du was gemacht hast? Sie gestreichelt habe, wir uns geküsst haben und dann kam halt eins zum anderen. Und ich nicht weiß, warum ich das dann gemacht habe, beziehungsweise warum ich mich darauf eingelassen habe. Wie alt ist die Frau? Die ist 50. Ich bin 29. Ja. So, jetzt hat es einmal Sex gegeben zwischen dir und ihr. Ja. Hast du danach mit ihr gesprochen? Mit der Schwiegermutter? Ja, ja. Wie man damit umgehen soll? Ja, sie hat gesagt, was keiner weiß, macht keinen heiß. Also ich sollte dann doch darüber schweigen. Ja, okay, das ist ja erstmal so ein Spruch, der aber auch noch nichts über die über das zukünftige Verhalten aussagt. Ist da rein zu interpretieren, dass sie denkt, das kann man nochmal machen? Ja, hat sie mehr oder weniger offen gelassen, dass man das nochmal wiederholen könnte. Hast du sie gefragt konkret danach? Sie hat es so durch die Blume erwähnt, sie hat mir ganz grinsend gesagt, dass man doch mal nochmal öfters Fernsehen schauen könnte abends dann. Und du? Was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, dass ich da in einen Konflikt geraten bin. Mhm. Meine Freundin ist 21 und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Dass das auf Dauer kein Zustand ist. Mhm. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dem, ich nenne es mal Vorfall, nach dem Vorkommnis? Ja. Beschissen, wie zwischen zwei Stühle. Mhm. Und warum hast du der Schwiegermutter nicht bist du denn nicht klarer gegenübergetreten, dem du gesagt hast, hier definitiv nein, das passiert nie wieder? Weil ich vor längerer Zeit, also da war keine jüngere Freundin da, also vor längerer Zeit schon mal eine Frau kennengelernt hatte, die um die 50 war und das auch, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, sehr interessant war, sehr liebevoll, sehr verständnisvoll. Ja. Und ich das Vorurteil so ein bisschen aufheben musste, oder ich für mich, kann ja nur für mich sprechen, dass die reifen Frauen... Okay, darum geht es aber jetzt gar nicht. Es geht ja darum, dass es geht nicht um, ob reife Frauen toll sind oder nicht toll sind, es geht ja darum, dass
dass du deiner Freundin fremdgegangen bist? Ja. Was schon schlimm genug ist? Und was mega schlimm ist, dass du ihr fremdgegangen bist mit der eigenen Mutter. Hammer ist das, ne? Ja, und deshalb weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll oder wie es weitergehen soll. Ja, also deswegen war ich gerade so erstaunt, dass du nicht klarer und konsequenter aufgetreten bist. Indem du wirklich definitiv gesagt hast, das ist jetzt einmal passiert, das ist schlimm, aber ich will, dass das nie wieder passiert. Und ich gehe jetzt auf eine ganz klare Distanz zu dir, also zu deiner Schwiegermutter. Ja, weil ich weiß ja nicht, welche Erfahrungen du so in deinen Gesprächen gesammelt hast. Wenn irgendwo mal so irgendwie Risse entstanden sind, ist es schwierig, da tja, die zuzukitten oder. Was heißt Risse entstanden sind? Ich denke mal, also dass meine Freundin wird irgendwie was gemerkt haben, was auch immer. Also intuitiv, Frauen haben da irgendwie einen siebten Sinn für solche Geschichten. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Warum sollte sie das gemerkt haben? Ja, sie sagt nichts. Ich komme auch mit mir selber nicht klar. Also ich würde ganz gerne reinen Tisch machen. Mhm. Nur damit gehe ich natürlich das Risiko ein, dass ich dann allein da stehe. Mhm. Ach so, also da schwelt sogar der Wunsch, dass du beichtest bei ihr, ja. Bei deiner Freundin. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Weil das für mich kein Zustand wäre, weil ich dann in ein Verhältnis komme, dass ich dann vielleicht auch ja indirekt erpressbar wäre. Mhm. Das sagt so, ne? Und ich sag dann nichts und wenn ich nichts. Was ist denn mit dieser Mutter los, Mensch? Was macht die denn? Warum lässt die sich denn darauf ein? Wie ist das Verhältnis zwischen der Mutter und der Tochter? Das war ganz gut, aber in den letzten Wochen war es ziemlich gespannt, oder? Ja, sie geht ja auch ein irres Risiko ein. Sie geht ja in ein irres Risiko ein, dass sie eben das Verhältnis zu ihrer Tochter zerstört durch so etwas. Irreparabel zerstört, zumindest für eine ganze Weile. Ja, weil die Tochter, ich denke mal, eine Entwicklung durchgemacht hat, sie sich selbstständig werden möchte und in dem Haus eine Dachgeschosswohnung hat. Mhm. Aber auch ihr gesagt hat, dass sie ausziehen möchte, selbstständig werden möchte und ihr eigenes Leben möchte. So, Andreas, woher nimmst du, ist das begründbar? Gibt es dafür Fakten, dass deine Freundin da irgendetwas gemerkt hat? Ja, dass sie sich in den kurzen Tagen doch sehr von mir zurückgezogen hat. Wie kann sie es denn gemerkt haben? Durch was? Das kann nicht einfach nur so aus heiterem Himmel sein. Ja, durch das Verhalten, dass wenn wir uns tagsüber oder halt abends sehen, die Mutter am Tag liegt das Verhalten. Also das Verhalten im Sinne von, ich sag jetzt mal, unnötige Blick oder dieses leichtes Flirten oder... Dass man sich selbst verrät, teilweise, denke ich mal. Also ich versuche mich dann sehr, sehr zurückzuhalten, also, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ist schon sehr heikel, ne? Wenn du das jetzt, wenn du es ihr jetzt offenbarst, wenn du sagst, ich kann so damit nicht weiterleben, sprengst du natürlich diesen ganzen Familienverbund und die ganze Sache auf. Ja, richtig. Das kann man natürlich machen. Und wenn du sagst, ich kann mit diesem schlechten Gewissen nicht leben, ich muss ihr das so sagen, dann muss man das machen. Da würde ich jetzt gar nicht gegenreden. Wenn du, und vor allen Dingen, du hast jetzt gesagt, du meinst, sie hätte etwas gewittert. Das ist natürlich auch schon etwas. Wenn sie jetzt nichts gewittert hätte und du sagen könntest, okay, komm, ich packe das jetzt ein unter einmal passiert. Und du könntest mit der Mutter auch reden und sagen, pass auf, komm, wir machen da jetzt einen dicken Strich drunter und reden nie wieder darüber. Mhm. Wir zerstören jetzt nicht das Verhältnis Mutter-Tochter und auch hier unser Dreierverhältnis nicht. Ja. Dann wäre das sicher auch eine Lösung. Aber das, glaube ich, geht nicht in dem Fall. Nee, geht nicht. Nee, das geht nicht. Dann wirst du den bitteren Weg gehen müssen und es deiner Freundin erzählen, was wirklich sehr bitter ist. Ja, aber ich denke, dass ich lieber das Risiko eingehe oder... bevor ich mich belüge, sie belüge. Also ja, auch mit der Erpressbarkeit ist natürlich auch ein Argument, das stimmt, ja. Ja, ja, ich denke mal, man rutscht da zu schnell in eine Situation hinein, wo der andere dann sagt, ja, wenn du nichts sagst und wenn das so weiterlaufen kann, dann. Dann mach es, Andreas, dann mach es. Aber es ist wirklich, ich hoffe, es ist ja auch eine ganz, ganz, ganz heftige Lehre, dich so in deinen Trieben auch nicht so gehen zu lassen. Ja, ich glaube dann, weiß nicht, ob ich für viele andere Männer spreche, dass man ja leider dann einerseits dieses nette Schwanzgesteuerte sich da viel, viel kaputt mit durchmacht. Mhm.
dann geh diesen Weg. Ich höre schon auch, dass du das gerne, dass du es möchtest, dass das Bedürfnis schon da ist. Dann wünsche ich dafür. Ja, ich hoffe, das ist das Richtige. Ich weiß es nicht. Das Schlimme ist, dass ich nicht weiß, ob das das Richtige ist. Nein, ich finde schon, in dem Fall ist es das Richtige, weil deine Bedürfnisse, deine Gefühle so in diese Richtung tendieren und alles andere, was es sonst noch an Möglichkeiten gibt, nicht funktioniert. Deswegen mach es. Dann mach es so, Andreas. Ja, weil sonst kommt man, glaube ich, in diese Zwickmühle. Ja. Dass man wie so ein Schachspiel, dass man hin und her geschoben werden kann und hinterher selbst dann doch wieder Schachmatt ist und aus dem Ganzen raus ist, ne? Und dann doppelt. Ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen dabei. Gut. Tschüss, Andreas. Ich danke dir erstmal. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Markus. Markus ist 24. Hallo, Markus. Schönen guten Morgen, Dominant. Und zwar folgendes, ich leide unter Zwangsstörungen seit 14 Jahren, die mich daran hindern, arbeiten gehen zu können und meinen ganzen Alltag eingeschränkt. Mhm. Was sind das? Zwangsstörungen seit 14 Jahren? Das heißt also, als Kind hat es angefangen? Mit 10 Jahren Anfang der Pubertät hat das angefangen. Was sind das für Zwangsstörungen? Das sind einmal Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken und Zwangshandlungen? Ja, richtig. Fangen wir mit den Gedanken an. Was sind das für Zwangsgedanken? Das sind Gedanken zum Beispiel, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, durchdenke ich dieses Gespräch andauernd. Das heißt, bis zu mehreren Stunden am Tag. Das heißt, dieses, was wir jetzt hier reden, ist ja auch eine besondere Situation. Ja. Das wird dich wahrscheinlich jetzt in die ganze Nacht hinein begleiten. Ja, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es nicht mehr so akut. Ich bin therapiert worden. Ja. Aber früher war es dann halt so ganz normales Gespräch auf der Arbeit, was ich mit Kollegen geführt habe. Habe ich dann mehrere Stunden darüber nachgedacht, ob ich keinen beleidigt habe, gekränkt habe, ob meine Anmerkungen den Tatsachen entsprechend waren und solche Dinge. Mhm. Zwangsgedanken. Gibt es da noch ein Beispiel für? Oder ist das so das Haupt gewesen, dass du die Gespräche immer und immer wieder wiederholt hast in Gedanken? Das war also der Hauptgrund bei den Zwangsgedanken. Ja, und Zwangshandlungen? Zwangshandlungen sehen so aus, wenn ich die Wohnung verlasse, muss ich tausendmal kontrollieren, ob der Herd aus ist, ob die Fenster zu sind, ob die Heizung aus ist. Und das eben nicht nur einmal, sondern teilweise in den schlimmsten Zeiten war es bis zu 100 Mal. Da wollte ich morgens dann zur Arbeit, da war ich auf dem Weg zur Bushaltestelle und dann bin ich wieder zurückgegangen, weil der Druck so hoch war, dass ich nochmal kontrollieren musste. Moment mal. Bis zu 100 Mal? Dann war ja der halbe Vormittag schon rum. Oder der Vormittag also in meinen schlimmsten Zeiten habe ich bis zu 8-9 Stunden am Tag dazu mitverbracht, auf der Arbeit auch und alles. Also ich kann mir das so vorstellen, du willst zur Arbeit gehen und gehst zum Bus und rennst immer wieder vielleicht, also nehmen wir mal den Fall, 40, 50 Mal hin und her und guckst, ob die Tür auch zugeschlossen ist. Ja. Was hast du beruflich gemacht? Krankenpflege. Krankenpflege. Und war das dann im Beruf auch so? Also ich habe es da immer versucht zu unterdrücken. Es war halt sehr schwierig, zum Beispiel die Zwangsgedanken kann ich unterdrücken, das heißt, ich setze mich drüber weg, aber irgendwann muss ich sie dann wieder denken. Das kann ich eine Stunde irgendwie verschieben und in der Pause, wenn ich anderen dann zusammen gesprochen habe, habe ich immer so getan, als wenn ich so genickt habe und habe mitgeredet. Und aber in Gedanken war es ganz woanders. Ich habe dann in meinem Kopf diese Gedanken gedacht und immer wieder durchdacht. Aber auch in der Arbeit als Krankenpfleger gibt es ja auch tausend Sachen, die man immer präzise erledigen muss. War das auch sowas, dass der ein paar zum Mal... Beispiel, wenn ich Medikamente gestellt habe, habe ich dann tausendmal auch kontrolliert, ob es richtig ist. Mhm. Teilweise ist es natürlich auch, sage ich mal, gut, wenn man das macht, aber... Ja, aber irgendwann langt es eben. Sage ich mal, eben krankhaft. Und das ist das Problem, dass ich jetzt im Moment auch nicht mehr arbeiten kann. Jetzt bist du 24. Und du kannst deshalb wegen dieser Erkrankung nicht arbeiten? Nee, im Moment nicht. Ich bin jetzt ein halbes Jahr krankgeschrieben schon. Mhm. Habe vor 8 Wochen eine Psychotherapie hinter mir in der Christoph-Dornier-Klinik in Münster. Mhm. Mhm. Sehr gute Adresse, soweit ich weiß. Das ist eine Privatklinik, eine sehr, sehr gute. Mhm. Und da wurde eben verhaltenstherapeutische Therapie durchgeführt. Mhm. Das heißt Flooding, sprich Überflutung, Überschwemmung von Reizen. Mhm. Da habe ich solche Dinge zum Beispiel gemacht, dass ich mit den Therapeuten zusammen eine 1-zu-1-Therapie, das heißt bis zu 12 Stunden am Tag, ist auch eine sehr, sehr teure Therapie, bezahlt die Krankenkasse nicht, muss man selber bezahlen. Hast du den Eindruck, dass... 100 Euro am Tag kostet das. Hast du den Eindruck, dass diese intensive Therapie etwas gebracht hat? Auf jeden Fall. Also das hat so gut getan. Ne? So gut getan, dass du gerade schon gesagt hast, also dieses Gespräch, was wir beide jetzt hier führen, werde ich nicht die ganze Nacht rekapitulieren und immer wieder denken. Ja, richtig. Und wie ist es jetzt? Der Menschen dort, der Therapeut, den möchte ich auch nochmal sehr, sehr herzlichen Dankeschön sagen. Der hat mir so gut geholfen. Zum Beispiel habe ich mit dem zusammen in meiner eigenen Wohnung waren wir. Mhm.
sind wir in eine Wohnung reingegangen, haben den Herd angemacht, alles auf volle Pulle. Mhm. Und innerhalb von 20 Sekunden musste ich alles ausmachen. Mhm. Und dann die Wohnung für 3 Stunden verlassen. Und dann habe ich meine Gedanken hochgefahren, was passieren könnte. Da habe ich mich in die Ängste reingesteigert zusammen mit dem Psychologen, die Angst auf 10 hochgefahren, habe mir vorgestellt, die Wohnung brennt ab, es explodiert irgendetwas oder Menschen kommen zu Schaden dadurch. Und habe das so lange ausgehalten, bis die Angst und die Körpersymptome runtergingen. Mhm. Und das hat dann so weit ging das, dass ich dann nicht mehr so eine große Angst vor hatte. Und dann nach 3 Stunden sind wir wieder in der Wohnung und ich habe gesehen, es ist nichts passiert. Ja, das ist genau das Prinzip dieser Therapie in Münster, was die Leute da machen. Dass man die Patienten konfrontiert wirklich im härtesten Sinne, ne? mit den Ängsten und mit dem, vor was sie weglaufen. Ja, richtig. Wie ist es denn jetzt in deiner Wohnung? Wie ist es jetzt, wenn du jetzt allein in deiner Wohnung bist? Kriegst du es auch hin oder läufst du dann doch wieder ein paar Mal und machst den Herd aus? Oder? Also das Gute ist, ich mache jeden Tag so, ich habe eine Tagesstruktur auch, ich mache jeden Tag eine Tagesstruktur und dann mache ich jeden Tag noch eine Übung. So habe ich das mit dem Psychologen vereinbart. Ja. Ich werde medikamentös auch noch stabilisiert, sprich Antidepressiva, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und es ist dann so, dass ich jeden Tag eine Übung mache. Mhm. Zum Beispiel, ich hatte das auch so, dass ich denselben Weg immer wieder zurückgehen musste, wie ich irgendwo hingegangen bin. Und dann gehe ich einfach woanders her oder mache einfach die Wohnung ganz schnell zu, kontrolliere nicht mehr, einmal muss reichen und gehe dann aus dem Haus und versuche das durchzuhalten. Ja, aber tolle Sache, dass es so funktioniert und dass du schon so Erfolge jetzt erzielt hast. Richtig. Ne? Ich kann jetzt auch wieder Auto fahren. Das durfte ich ja die ganze Zeit nicht, weil es mir so schlecht ging. Ja. Weil ich ja ganz harte Medikamente auch bekommen habe, die dann auch diese furchtbaren Sachen dämpfen. Und die bekomme ich jetzt nicht mehr. Ich bekomme ganz niedrig dosiertes Antidepressiva und das Es geht richtig bergauf. Auf jeden Fall. Wann könntest du frühestens wieder arbeiten? Was denkst du? Also so schnell wie möglich möchte ich die Arbeit wieder aufnehmen. Und ich komme aus Hamm, Westfalen. Ich habe etwas ganz Tolles gemacht und zwar, ich habe eine Selbsthilfegruppe gegründet. Und daraufhin habe ich mit Radio Lübbe Villa Hamm zusammengearbeitet. Haben sich 16 weitere Betroffene sofort gemeldet und die sind auch in meiner Gruppe. Und das unterstützt mich auch sehr gut. Perfekt. Wir treffen uns mittwochs immer von 19 bis 21 Uhr und besprechen dann solche Sachen dort auch, weil man halt mit anderen Menschen gar nicht darüber reden kann. Das versteht kaum jemand. Ja, das glaube ich wirklich. Also, das hört sich gut an. Ist eine schlimme Erkrankung, eine schlimme seelische Erkrankung und es geht richtig bergauf. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du bald deinen Beruf wieder aufnehmen kannst und dass du diese schlimme Zeit, 14 Jahre hat es angedauert, dass du die dann wirklich überwunden haben wirst. Markus, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Deine Sendung klasse. Ne? Dankeschön, danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, meine Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Petra ist hier. Petra ist 36. 36? Ja, 36. Hallo Petra. Hallo. Um was geht's bei dir? Eigentlich würde mein Thema gut passen zu der Geschichte, die du machen willst, damit etwas, was man eigentlich noch nicht will, was man aber machen muss. Ja. Ich habe eine kleine Tochter, ich habe also 2 Kinder. Die eine ist gesund, ist schon 6 Jahre alt und die andere schwer krank, die ist 4 Jahre alt, die ist schon schwer krank auf die Welt gekommen. Nur man konnte sie halt immer stabilisieren mit Medikamenten. Das heißt, ganz am Anfang wussten wir nicht, ob sie es schaffen wird oder nicht. Was hat sie für eine Krankheit? Sie hat eine schwere Herzmuskelentzündung. Das heißt, das Herz arbeitet durch diese Herzmuskelentzündung, die sie schon in der Schwangerschaft gehabt haben muss, extrem schlecht. Das Herz ist sehr groß. Es ist also riesig, es ist balloniert und dadurch kann es nicht mehr richtig arbeiten und es kann auch nicht richtig... Das heißt, bei dem kleinen Kind sieht man, dass das Herz zu groß ist? Ja, auf dem Ultraschall, na klar, ja. Aber so, auf der Brust sieht man es nicht? Nein. Naja, hätte ja sein können. Nein, das sieht man also auf dem Ultraschall, sieht man das. Wie macht sich das denn im Alltag bemerkbar? Wie leidet denn das Kind oder auf was muss es verzichten? Wenn du sie jetzt sehen würdest du ihr nicht ansehen, dass sie so schwer krank ist. Also sie ist ein fröhliches, ein lebensfrohes, ein aufgewecktes Kind und ein Außenstehender. Ja, schön, dass sie 2 gesunde Kinder haben. Ah ja, also kann auch rumlaufen, rumtollen und... Ja, so bedingt eben. Ne? Bedingt, also sie will und so wie sie es kann, macht sie es auch. Aber sobald sie merkt, das geht nicht mehr, dann animiert sie entweder die Kinder dazu, irgendwas im Sitzen zu spielen oder eben drinnen zu spielen oder so. Meinst und du, sie darf auch nicht. Meinst du, dass sie Schmerzen hat?
Nein. Nein, das nicht. Aber sie merkt dann, dass es irgendwie nicht kann und dass es so anstrengend ist und dass sie es belastet. Ja, sie schneller müde wird und so, das merkt sie schon. Jetzt hast du gerade gesagt, das würde fast zu meinem Thema nächste Woche Mittwoch passen, also gegen meinen Verstand. Der Verstand sagt das und... Wir müssen aber, sie ist jetzt vorbereitet worden für eine Herztransplantation, das heißt, man kann das nicht operieren. Also du kannst nicht einen kranken Muskel, es geht nicht, das ganze Herz ist betroffen. Mhm. Also, kann man denn ein so kleines Kind transplantieren? Ja, du kannst auch schon Babys transplantieren, aber bei ihr ist eben das Herz so groß, dass sie eben halt ein Herz braucht von jungen Mädchen, junge Frau, so 13, 14 Teenager. Mhm. Weil ein anderes Herz nicht passen würde, so wie sich ist das. Das heißt also im Klartext, wenn dein kleines Kind, was 4 Jahre alt ist, nicht in absehbarer Zeit ein Spenderherz bekommt, muss es sterben? Ja. Wie lange kann sie mit ihrem eigenen Herz noch leben? Das ist ganz schwer vorhersehbar. Es ist ja so, das Herz, dadurch, dass es schlecht pumpt, kann es sich selber auch nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgen. Das heißt, es schädigt sich selber auch dadurch. Ach so. Also die Herzkranzgefäße, die brauchen ja Sauerstoff zum Arbeiten. Ja, ja. Und wenn die nicht mehr richtig Sauerstoff kriegen, sterben noch mehr Herzmuskelzellen ab. Also kann man gar keine Prognose sagen, ein Jahr, 2 Jahre, 3? Also so zum Beispiel, bis vor einem halben Jahr hieß das ja, mit Glück haben wir vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre. Und jetzt hat sich das leicht verschlechtert. Und leicht verschlechtert heißt, wir mussten gleich reagieren. Leicht verschlechtert heißt, ich habe gemerkt, sie schwitzt wieder mehr. Sie hat starke Bauchweh immer mal wieder zwischendurch, kurzfristig eben. Das bedeutet, Petra, ihr steht auf so einer Transplantationsliste? Ja. Auf so einer wir kommen ungefähr, sobald die Blutwerte stehen, kommen wir dann auf die Liste. Ach so. Ja. Und das ist ja immer, ich habe schon einige Male mit Menschen gesprochen, die so etwas hinter sich haben oder mit Angehörigen, immer ein seltsames Gefühl. Man hofft ja quasi auf den Tod eines anderen Menschen. Genau. Wobei man natürlich nicht auf den Tod hofft, sondern auf die Fügung, dass man dann, wenn jemand stirbt, dass man dann das Herz bekommt. Ja, so ähnlich ist das. Also man sagt nicht, dass da jemand stirbt, man sagt, da wird ein Organ frei. Man hofft, dass ein Organ frei wird, dass ein Herz frei wird. Also an den Spender denke ich gar nicht so. Und es ist auch so, dass ich selber, seitdem ich 20 Jahre alt bin, einen Organspendeausweis habe. Nie daran gedacht habe, dass mir sowas passiert oder irgendwie meine Angehörigen, dass wir mal einen Spender brauchen. Wie sind denn die Chancen, dass man ein Herz dieser Größe für dein Kind bekommt? Das weiß ich wirklich nicht. Es kann sein, dass wir beispielsweise ein riesiges Glück haben, dass wir in 2, 3 Monaten ein Herz bekommen. Es kann aber auch sein, dass wir 1, 2 Jahre warten müssen. Es ist alles drin eigentlich. Und das bedeutet dann, dass deine kleine Tochter eine sehr schwere Operation über sich gehen lassen muss. Ja. Und dann ist sie ja immer noch nicht gerettet, ne? Es kann ja sein, das ist, glaube ich, immer noch so, dass ein Körper auch ein Organ abstoßen kann, ne? Erstens das, wobei heutzutage, das weiß ich ja durch Gespräche, diese Immunsuppressiva heißen die, eben halt so gut sind, dass man eben mehr Angst vor einer Infektion, vor einer Erkältung, vor einer Grippe hat, als vor einer Abstoßung. Weil da können die heutzutage schon sehr, sehr viel machen. Was uns eigentlich viel mehr zu schaffen macht, ist, ein Kinderherz hält nicht lange, also es ist nicht für die Ewigkeit. Darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn es denn alles gut funktioniert, wie lange könnte die Kleine denn mit dem Herz dann leben? Heutzutage sagt man bei Kindern, also bei Erwachsenen ist es ja anders, 10 Jahre. Und dann, wenn die anderen Organe nicht durch die vielen Medikamente kaputt gehen, sie wird ja am Anfang 14 wahrscheinlich kriegen, dann kann man retransplantieren. Was heißt, also nochmal transplantieren? Ja. Wie, ich frage, ich habe keine Ahnung davon, wie oft kann man eigentlich überhaupt transplantieren? Das weiß ich selber auch nicht. Ich habe nur gefragt, wie lange hält ein Herz? Und daraufhin hatte der Arzt eben halt gesagt, so wie es heute ist, es kann ja auch besser werden. Die Forschung geht ja auch weiter. Ja, also es rasant kann auch meine Tochter länger damit lebt. Ja, ja. Aber man sagt eben heute 10 Jahre. Und man kann eben retransplantieren. Ich weiß aber nicht, ob es ein drittes Mal geht. Und ich weiß auch nicht, ob die Organe so lange mitspielen. Ne? Darüber muss man ja auch, glaube ich, jetzt noch gar nicht so reden. Ne? Es geht ja darum, dass jetzt so schnell wie möglich dem Kind geholfen wird. Und dann sieht man erstmal weiter. Dann ist ja doch eine lange Zeitspanne von 10 Jahren, was ja doch sehr, sehr lange Zeit ist. Ja. Ich meine, sie ist 4. Wenn ein Kind 4 ist, kann man ja schon ganz gut reden mit dem Kind. Weiß sie, wie schwer krank sie ist? Nein. Das weiß sie nicht. Für sie ist es selbstverständlich. Ich meine, sie war ja schon immer viel im Krankenhaus. Das war ja auch schon so von der Geburt an. Sie war 2,5 Monate alt, bis ich sie das erste Mal nach Hause kriegte.
mit einer Magensonde. Und dann war sie eben halt 10 Tage zu Hause, 3-4 Tage Krankenhaus, 10 Tage zu Hause, bis sie ein halbes Jahr alt war. Und als sie die Magensonde los wurde, war sie 5 Monate alt und dann fing sie eigentlich auch an zu reagieren. Und da wussten wir auch, dass sie es schaffen wird. So, ne? Vorher wussten wir das nicht. Sie war damals eben halt, bekam sie im Rahmen einer Studie als erstes Baby weltweit einen Beta-Blocker. Ah, ja. Und, aber ich höre schon, dass das wahrscheinlich ein sehr zähes Kind ist, ne? Ja. Die auch leben will. Ja. Das hat man ja oft bei Kindern, die krank auf die Welt kommen und dann durchhalten, dass die wirklich ganz zäh sind und dass das Kämpfernaturen sind. Das sowieso. Also wir waren jetzt, wir mussten mehrere Untersuchungen machen lassen. Und ein Arzt sagte, sie ist eigentlich weiter. Für ihr Alter, sie ist eigentlich vom Geist her ist sie weiter und es ist eben, dass sie versucht, so eben auszugleichen, ne? Jetzt, also macht eben viel mit dem Kopf. Ja, natürlich, ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, auch mir geht es schwer über die Lippen, aber ich sage es dann trotzdem, auch in der Formulierung, wie du es gerade gebraucht hast, dass wir alle, die zugehört haben, euch und vor allen Dingen der Kleinen wünschen, dass ein Organ frei wird. Ne? So hast du es gerade gesagt. Ja. Ich glaube, das ist auch eine sehr korrekte Formulierung. Ist es, ja. Ja. Und viele, die ich so treffe, da sagen einige, wenn sie das so jetzt mitkriegen auch, viele sind geschockt, weil man ihr das ja wirklich nicht ansieht. Mhm. Was wirklich und schon so schlimm und oh Gott, oh Gott. Und viele sagen dann einfach, ja, wenn meinem Kind mal was passiert, dann würde ich das machen. Dann würde ich das Organ freigeben. Mhm, so. Das ist immer so leicht gesagt. Ja, aber das ist auch ein guter Stichwort, was du sagst, Petra. Das soll uns alle nochmal darüber doch animieren. Ich habe es auch schon sehr lange in der Tasche, dass wir alle Organspender sein sollten. Denn jeder von uns kann durch einen Unfall ums Leben kommen und man kann wirklich viel, viel Glück dadurch dann noch anderen Menschen schenken, indem man einfach noch ein Organ dann weitergibt. Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Vor allem jemand, den aus dem Bekanntenkreis sagte dann auch mal zu mir, viele haben einfach Angst, dass sie noch leben, ne? Und dass sie gar nicht tot sind und ihnen dann die Organe entnommen werden. Dann sagt sie, bei mir ist es das Gegenteil. Sagt sie, wenn mir das alles entnommen wird, komme ich bestimmt nicht lebend unter gerade. Ja, genau, so kann man das auch sehen, ja. Ja. So, wir drücken die Daumen von ganzem Herzen und wünschen von Herzen alles Gute. Ja. Liebe Petra. Ja, danke. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit Gabi. Die ist auch 36. Ja, 36, hallo. Hallo, Gabi. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich nach meiner Ehe, dass die ersten Male so auf der Piste war. Mein Mann hatte mich lange betrogen und ich war auf der Piste und habe gedacht so, Mensch, lernst du einen jungen, netten Mann kennen und den habe ich dann auch eben auch kennengelernt. Da hat mich sehr umschwärmt den Abend. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt, ach was soll's, jetzt gehst du einfach mal mit. Das habe ich noch nie gemacht. Und bin dann mit meiner Freundin noch abgesprochen und gesagt, ist das in Ordnung? Sagt sie, ja, der wird dir nichts tun. Alles gut. Und bin auch mit ihm nach Hause gegangen. War das jetzt kürzlich? Ja, es war vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen. Das heißt, du bist aus der Ehe noch gar nicht lange raus? Nee, noch nicht. Und gleich auf die Piste und gleich einen angenommen? Ja, und gleich mit dem nach Hause gegangen? Ja, also es war irgendwie so ein paar Monate nach unserer Trennung und ich habe so gedacht, so jetzt lässt du einfach mal, gehst einfach mal aus und mach das mal. So, und dann war, der hat mich wirklich umschwärmt und wir hatten einen super netten Abend. Ich habe eben mit meiner Freundin abgesprochen, ich sage, ich finde den ja super nett. Wie jung war er? Der junge Mann war... auch so um die 40. Ja. Und so. War halt eben sehr freundlich und sehr nett und wir hatten sehr viel Spaß den Abend und da bin ich halt mitgegangen. Und dann waren wir bei ihm zu Hause und hatten eine sehr, sehr gepflegte Penthouse-Wohnung gehabt und irgendwie war alles gut. Ja. Wir haben uns noch lange unterhalten, haben Kaffee getrunken und kamen so langsam näher und dann war ich halt, dann kam es halt zum Äußersten, also es war halt so, dass ich dann auf seinem Bett lag und er sagt, dass ich dann meine Augen schließen sollte. Und dann hatte ich eben ganz schnell die Handschellen um. Obwohl du es gar nicht wolltest? Nee, das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen? Gar nicht abgesprochen. Er sagt zu dir, mach mal die Augen zu, du liegst da schön entspannt, nackt auf dem Bett. Ja, genau. Und dann nimmt er die Handschellen und fesselt dich ans Bett. Fesselt mich ans Bett. Und dann? Und dann war ich erstmal schockiert und in dem Moment vielleicht auch still. Da hast du die Augen aber wieder aufgemacht. Da habe ich die Augen aufgemacht. Ja. Und dann lag ich halt da und habe gedacht, so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und dann machte er so eine Schlafzimmerschranktür auf und in diesem Schrank war keine Kleidung, sondern nur Peitschen, also nur SM-Utensilien. Ja. Und du hast immer noch geschwiegen? Da bin ich in Panik geraten. Ja. Und dann wurde ich halt lauter und habe eben gesagt, ich möchte das nicht.
Und ja, das hat ihn scheinbar angeregt. Mhm. Währenddessen, man muss sich vorstellen, deine Hände waren gefesselt an das Bett. Ja, genau. Die Füße konnte ich nicht machen, ne? Ich konnte halt nicht reagieren körperlich, ich konnte nur sprechen. Ja, aber die Füße waren noch frei, die Beine, ne? Ja, die Beine waren noch frei. Ja, und dann? Und dann fing er an, mich zu beschimpfen. Und es hat ihn augenscheinlich immer mehr erregt, dass ich halt eben in Panik geraten bin. Mhm. Ja, und dann hat er mich vergewaltigt. Auf übelste Weise. Und das über, ich weiß nicht, 1-2 Stunden, ich habe keine Ahnung. Ja, ich wollte irgendwann sagen, nachdem ich dann wirklich auch eben laut um Hilfe geschrien habe, war ich dann irgendwann still und habe es noch über mich ergehen lassen. Mhm. Und ich bin... Und das Martyrium endete dann wie? Naja, es ist halt eben so gewesen, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt aus meinem Körper herausgetreten bin. Dass ich, also, wenn ich jetzt an diese Szene denke, die ersten paar Tage her, ist, dass ich diese Szene nur noch von oben her sehe. Mhm. Dass ich also nicht mehr aus dieser Perspektive des Liegens, sondern eben von oben her das Ganze sehe. Ja. Und aber irgendwann hat er dann von dir abgelassen und dich auch irgendwann los. Irgendwann war er fertig und dann hat er mich auch losgemacht und ich war halt von Kopf bis Fuß eingeölt, damit er eben überall Zugang hatte. Mhm. Und ich bin aufgestanden und bin duschen gegangen in seiner Wohnung. Wortlos? Ja, wortlos. Also ich bin einfach aufgestanden und duschen gegangen und habe mich angezogen und bin gegangen. Ja. Und bin ins Taxi gestiegen und nach Hause gefahren. Und wann ist dir erst klar geworden, was da passiert ist? Noch dann bald zu Hause oder später? Nee, also eigentlich schon recht draußen auf der Straße. Mhm. Also, aber ich fühle mich einfach mitschuldig. Warum? Ja, weil ich war auf der Piste, ich habe getrunken, ich habe mit ihm Spaß gehabt, ich wollte mit ihm schlafen. Ja, na und? Ja. Aber wo bist du denn da schuldig? Der Mann hat, das ist wirklich eine Vergewaltigung, die du jetzt beschrieben hast. Ich sehe immer noch aus. Also ich bin der Rücken, der Po, es ist alles voller blauer Flecke und Striemen. Und das heißt, ich gehe davon aus, du warst weder beim Arzt noch bei der Polizei. Ja. Warum? Weil ich einfach denke, wenn sie da wirklich, ich habe ja, es hätte mir auch gefallen können. Also könnte auch sagen, ich hätte es gewollt. Und es war einfach so, in dieser Diskothek, wo wir uns kennenlernten, können alle, was ich Kellner, bezeugen, die hat doch mit ihm Spaß gehabt und die hat doch mit ihm getanzt und mit ihm geflirtet. Gut, das beschreitest du ja auch gar nicht. Nee, das, du beschreitest ja gar nichts. Du wolltest mit ihm schlafen. Und du hattest auch Lust auf Sex. Aber die Situation kippte in dem Moment vollkommen, als er dich in der Sekunde, als du die Augen zugemacht hast, angekettet hat. Ja. Und ab da war alles ganz anders, als es vorher war. Und ab da beginnt die Vergewaltigung. Ja. Ab da beginnt die Gewalteinwirkung. Ja, noch die panische Angst. Und die panische Angst. Man weiß ja gar nicht in der Situation, was macht der noch alles mit mir? Ich habe auch komplett stillgehalten. Also ich habe auch in dem Moment keine Schmerzen verspürt. Mhm. Das war wirklich, da war ich komplett raus aus meinem Körper. Denn du hast ja vorher ein ganz anderes Bild von dem gehabt. Der war nett, der war charmant, der war freundlich. Wir haben uns sogar privat über seine Familie unterhalten. Ja, ja. So, und wenn man dann in die Situation gerät, dass man da liegt und festgeschnallt ist, dann geht einem ja wahrscheinlich alles durch den Kopf. Was tut der jetzt mit mir? Bis hin, der kann mich auch umbringen. Ja, genau. Mhm. Also als ich merkte, dass meine Panik ihn noch mehr erregte, war ich still. Da habe ich es einfach über mich ergehen lassen. Mhm. Vielleicht war das sogar intuitiv gut, dass du das gemacht hast. Mag sein. Ne? Dann wäre er noch... Also, Gabi, ich würde dich eigentlich sehr gerne animieren, zur Polizei zu gehen. Um damit dieses Schwein zumindest da in große Schwierigkeiten gerät. Ja. Es ist jetzt aber auch abhängig von deiner seelischen Balance, die du hast, oder ob du es überhaupt verkraftest jetzt. Ja, ich bin ja schon in Therapie wegen meiner Ehe, weil das schon so furchtbar war. Ja. Hast du jetzt in diesen paar Tagen deinen Therapeuten schon aufgesucht und das erzählt? Nee, noch nicht. Dann mach es schnell. Mhm. Und besprich auch mit deinem Therapeuten das weitere Vorgehen. Und wenn du stabil genug dazu bist, zeig ihn an. Ja, mir geht es an sich auch nicht schlecht. Also es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Dieser Mann hat dir Gewalt angetan. So unwirklich. Ja, vielleicht auch noch immer, weil es ist ja gerade ein paar Tage her. Ja. Das klingt ja fast noch so, als würdest du noch unter diesem Schock stehen. Hm. Dieser Mann hat dir... Das ist komplett unwirklich, ganz komisch. Ja, genau, ja.
Und dieser Mann hat ihr ja nun massive Gewalt angetan. Und verbunden mit einer unbegrenzten Todesangst. Ja, war. Wie furchtbar. Da gehst du einmal nach, du hast die Andeutung gemacht nach einer. Ich habe sowas noch nie gemacht. Mhm. Und ich habe gedacht, Mensch, Hunderte oder Tausende von Frauen machen das jedes Wochenende. Jetzt, hey, jetzt machst du es auch mal. Mhm. So what? Aber dann gleich so. Also ich rate dir dringend, so schnell wie möglich mit deinem dir vertrauten Therapeuten darüber zu sprechen und daraus resultierend dann Konsequenzen zu ziehen. Biete dir aber auch gerne an, jetzt in der jetzigen Situation heute Nacht auch mit meinem Psychologen noch ein paar Worte zu sprechen. Mhm. Wenn du möchtest, du musst es nicht. Ja, ich fühle mich da einfach also mitschuldig, weil ich einfach mitgegangen bin. Aber das ist absurd. Gabi, es ist völlig absurd. Natürlich, du kannst auch mitgehen, wenn du mit einem Mann Sex haben willst. Aber das berechtigt nicht den Mann, dir Gewalt anzutun. Ja, aber es ist doch völlig fahrlässig, sowas zu machen. Gott, wie viele Menschen gehen mit anderen Menschen auf einen One-Night-Stand in die Wohnung? Liebe, also da, wenn man das schon als Kriterium einsetzt, das kann man doch nicht machen. Na, ich finde das schon, also von mir finde ich das einfach schon fahrlässig, weil ich diesen Menschen halt überhaupt nicht kannte. Gut, das kann man auch, ja auch vielleicht noch bedenken, dass das eine gewisse Fahrlässigkeit war. Dennoch trifft dich keine Schuld an der Tat, die der Mann vollzogen hat. Mhm. Ne, so, das musst du auseinanderhalten. Das ist ja immer das Schlimme, dass Vergewaltigungsopfer irgendwo sich auch immer noch schuldig fühlen, was natürlich Wahnsinn ist, was überhaupt nie zutrifft. Nie. Mhm. Gabi, ich würde gerne, dass du ein paar Worte mit meinem Psychologen noch sprichst. Ist das okay? Ja, gerne. Dann legst du auf und Johannes ruft dich an. Mhm, okay, danke. Alles Gute. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Magdalena, 73 Jahre alt. Hallo. Ja, 73, habe ich richtig gehört? Ja, habe ich gesagt. Ja, ja. Magdalena. Zum aktuellen Thema mit dem Max. Ach, mit dem Max, genau. Ja. Ich hoffe, dass er gewinnt. Ich finde ihn auch sehr gut. Ich habe ihn des Öfteren gesehen, beobachtet. Ja. Und das Lustige ist, dass es sich ja auch wieder in Köln hier in der Umgebung so abspielt. Und also die Geschichte, hoffe ich für ihn, dass er durchkommt. Ja, also in Köln hat sich abgespielt die Geschichte mit Stefan Raab. Das ist ja in Köln produziert worden. Ja. Was magst du an ihm? Einfach, er ist anders als denn der Gildo, nicht? Ja. Junger Mensch auch, nicht? Und also hoffe ich, dass er durchkommt. Weißt du, was ich so nett an ihm finde? Dass der ist so normal. Ja, ne? Ja. Ja, das ist schon das Richtige. Ja, ja. Der ist nicht so aufgebrezelt und gestylt und schick macht keine Show auf der Bühne, sondern er sitzt da in seinem Pulli und singt wie ein junger Gott, ne? Ja, ich habe den Gildo gesehen damals in Birmingham. Ja. Ich bin dahin getrampt und. Ach. Wieder hingetrampt? Ja, genau. Bis London. Und dann mit dem Überlandbus bis Birmingham und habe dann mit Damen gesprochen, die auf dem Markt da waren und habe sie befragt. Die wussten gar nicht, dass da überhaupt etwas los war. Aber hör mal, dann bist du in deinem hohen Alter aber ein toller Fan. Wenn du noch trampst bis nach Birmingham, nur der Musik wegen, finde ich aber toll. Ja, ich wäre auch schon jetzt gerne dahin, aber die Türkei, da war ich noch nie, ne? Ja. Und man muss ja auch eine Eintrittskarte haben. Damals habe ich die geschenkt bekommen. Ach so. Und dann habe ich Leute getroffen aus meiner Umgebung und die saßen da vor einem Hotel. Ich sage, wo seid ihr denn her? Ja, dann waren die auch aus meiner Umgebung, fast Nachbarn, so um die Ecke. Eine Musikkapelle, Mädchen und drei Jungen. Verstehe. Und Gildo Horn war ja auch klasse damals, ne? Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Man konnte ihn ja schon sehen, bevor er auf die Bühne kam mit seiner Gruppe. Ne? Ja. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich doch mal runter, wie er da auf dem Gitter klettern wollte. Und dann kam aber die Kamera dann hoch, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt verheddere ich mich in diesen Leitungen. Da bin ich dann doch wieder hochgegangen. Also Magdalena, wir gucken alle morgen Fernsehen natürlich, ne? Ab Viertel nach 8 ARD und drücken unser Max alle Daumen, die wir haben. Und ich glaube auch, dass er sich zumindest unter den ersten... Plätzen, das glaube ich auch, ja. Magdalena, alles Gute, danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, Freunde, das war's für diese Woche von uns. Vielen Dank an mein Team. Vielen Dank an Uli Kapp, an Wolfram Spikowski, Marco Rösseler, Malte Emels, Nikolaus Schelzig, Burak Kocher, Heinrich Stanzig und Johannes Brachthäuser. Nochmal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche Mittwoch.
Das Thema heißt Gegen meinen Verstand. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die gegen ihren Verstand leben. Der Verstand sagt dieses, aber das Gefühl, der Bauch bestimmt jenes. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr übers Wochenende schon mailen unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Soll ja ein sonniges Wochenende werden, ein bisschen wärmer. Also freuen wir uns drauf. Ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Bis Montag. Montag auf Dienstag. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Hamburg. Nach Informationen von Spiegel TV haben